Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Stackel. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Ja, als wir hier stehen geblieben sind. Nein, keine Ahnung. Ja, ich bin ja immer noch dabei, fleißig die Farm aufzuwerten, verbessern und zu vergrößern und alles. Und jetzt habe ich schon den nächsten Plan gemacht. Oh. Ich sammle gerade Eier ein. Und sehe gerade, dass meine Hühner keinerlei Futter haben, um zu futtern. So. Aber was ich eigentlich sagen wollte, genau, ich sammle mal hier gerade den Einkauf ein. Ach ja, genau. Ich habe ja noch geschlafen. In der letzten Folge. Gut, gut, gut. Müssen noch die Dailies nämlich abhaken. Das weiß ich zumindest noch. So. Genau, ich war ja gerade dabei, Fossilien loszuwerden. Und anscheinend läuft das so gut. Ja, genau, Keller wollte ich noch gucken. Genau. Hier, die Fenster wollte ich mitnehmen und Zäune wollte ich mitnehmen. Denn mir ist noch was in Gedanken gekommen. Erstmal übrigens die Fenster auf jeden Fall reinzupacken, unter anderem. Aber für die Zäune dachte ich mir, dafür muss ich hier Platz schaffen, mache ich ihm hier so ein kleines Feld. Damit das aussieht, als wäre er auch ein Farmer. Aber es ist halt. Ja, sick. Es ist halt nur dafür da, dass ich halt noch ein bisschen mehr Farmfläche habe. Wird auch nichts Besonderes. Sondern einfach nur ein klein wenig Pflanzgut, was ich halt so nicht bei mir ständig anbauen will. So. Oder anders gesagt, ich schaffe ein bisschen Platz, um nochmal Kleinigkeit zu sammeln. So. Hier kommt ein schmales Fenster noch rein, damit er hier drauf auch drauf gucken kann. Und grüne Steinblöcke. Okay. Jetzt würde ich sagen, gehen wir und holen wir nochmal sowas an Blöcken, um das Haus zu vollenden. Ich hoffe, dass wenn das Haus fertig ist und das hier auch mal irgendwann fertig ist, dass ich dann bald mal weitermachen kann. Ach da. Da, da, da. Nee, Moment. Da haben wir es. Wir haben jetzt so viel Geld, Leute. Ich glaube, ich könnte mir Just for Fun noch mal ein paar Sprengler kaufen. Die brauche ich so oder so noch. Um halt vorbereitenderweise auch meine Sachen noch zu vollenden, die ich noch zu planen habe. Deswegen. Moment. Moment, Moment. Wir haben es gleich hier. Großer Sprengler mal zwei gleich. Da habe ich die schon mal auf Reserve. Und ja. Ich glaube, wenn das alles für, ja, so wird, wie ich denke. Dann haut das doch noch hin. Ich werde den Zaun so stehen lassen, wie es ist. Ich werde einfach nur eine zweite Ebene drüber einziehen. Und ja, von hier aus dann quasi eine kleine Treppe hoch machen. Oder ich werde es doch nochmal vergrößern. Man wird sehen, wenn es fertig ist. So, wie dem auch sei, ich tue jetzt erstmal hier nochmal Sachen wegräumen. Das muss nochmal wieder in den Keller. Genau. Genau. Die roten Blätter kommen auch nochmal in die Butze. Und dann können wir weitermachen.
Ich hoffe aber, dass die 140 Blöcke ausreichen. Da fällt mir ein, ich muss für den Türrahmen natürlich auch noch mal. Ja, was heißt Türrahmen? Aber für diese Tür auf jeden Fall auch noch mal Blöcke ausgeben, sag ich mal so. Und ich bleib dabei. Es nervt mich, dass man einfach keine anderen Blöcke nehmen kann. Also keine länglich gelegten Blöcke. Minecraft hat es doch vorgemacht mit den länglichen Baumstämmen. Ja, was soll's. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich nicht. Ja, ich habe was falsch gemacht. Klassiker mal wieder. Und ich merke schon wieder, ich hatte ein bisschen Dreck wieder im Mausrad. Sollte ich mir auch mal angewöhnen, häufiger mal sauber zu machen. Bloß eine kabelgebundene Maus, die nimmst du nicht mal eben schnell vom Schreibtisch mit. Da heißt es dann meist eben schnell mal Kabel abstöpseln, die Verkabelung raufmachen, also sprich die Zusammenhaltemechanik dahinter. Und ja. Halt alles weitere, ne? So. Wobei, hier möchte ich doch lieber noch mal ein Dreifachfenster reinpacken. Und hier kommt noch mal ein Zweifachfenster rein. Oh, ja, wow. Nix da. Nix da, nix da. Ich muss echt mal dran denken. Ich muss echt mal dran denken, mein Handy beiseite zu legen, wenn ich hier aufnehme, ne? Und was ich auch dran denken muss, da ist hier mal die unterste Reihe hier wegzunehmen. Weil außer die dass sie halt einen stört, bringt sie eigentlich wirklich weiter. So. Das war jetzt nicht gewollt, aber kann ich natürlich auch nochmal wegnehmen. Okay. Ist halt eine offene Fläche. So, nichts passiert. Ja, aber ist eigentlich auch ganz cool. Gut. Ist so genommen. So, das mal auf 1. Das packe ich auch mal wieder hier im Inventar. So. Hier kommt noch ein Feuerfenster rein. Also lasse ich dann eine Lücke. Und ich muss noch weitere Blöcke kaufen. Ja. So schnell kann es gehen. So, 200 sollte erstmal reichen. Es ist nämlich schon so langsam Abend und ich will nicht wieder so lange am Haus bauen, da ich dann die Zeit vergesse. Ich sollte aber schon mal dran denken, ein Dreierfenster, eins, zwei Zweierfenster.
Hier wollte ich ja ein schmales Fenster und dann hier noch, so wie hier und hier. Weil das wäre das Badezimmer und da nimmt man meistens eh nur schmale Fenster. Okay, es waren sogar theoretisch gesehen zu viele. Wobei, na, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ja, es waren tatsächlich etwas zu viele und waren nur knapp 125 Stück. Irgendwie stört mich das hier noch. Da kann noch ein schmales Fenster mit rein. So wie hier finde ich jetzt auch nochmal Platz für ein schmales. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 schmale 3 Zweier und einen Dreier. 7, 3. 1, 7, 3, 1, 7, 3, 1, 7, 3, 1. So, die sind dann auf dem Weg. Die restlichen Blöcke kann ich jetzt zurückgeben gehen. Denn fürs Dach wollte ich tatsächlich mal die da vorgesehenen Dachkacheln verwenden. So. Wo sind die eigentlich hin? Die müssen doch hier auch irgendwo sein. Ah, hier. So, und dann nehme ich da die hellen. Jetzt muss ich aber wirklich schnell machen. Weil es wird langsam, aber sicher nach. Schon. So, 240 muss erstmal reichen. Ich muss mir was einfallen lassen, warte mal, ich muss. Genau, so hier hoch. Oh. Interessant. Stimmt, die sind ja an der untersten Kante befestigt, ne? Na gut. Ist zwar etwas seltsam, aber geht ja auch. Nee, komm, ich mache das anders. Ich gehe die nochmal zurückgeben. Das war jetzt zwar Panne, dass das jetzt passiert ist. Aber kommt mal vor. Und dann haue ich mich lieber aufs Ohr und mache da später weiter. Moment, das war ja hier, ne? Nee, da muss ich nämlich, genau, da muss ich die hier nehmen. Weil ich nicht durchgehend gedrückt halten kann und dann einfach einen ganzen Schwung kaufe oder so. Also ein bestimmen kann hier so, mach mal einen 50er Stack voll, fertig. Ne? Aber gut. So, 200 reicht jetzt wirklich erstmal.
Schneller, 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 schneller. Quer durchs Museum durch. Hier quer durch. Das sieht doch schon besser aus. Wesentlich besser vor allen Dingen. Aber 200 werden nicht ausreichen, das ist mir klar. Was mir auch klar ist, dass ich noch drüben terraformen muss weiter. Steinfläche anpassen auf Erdfläche und so weiter und so fort, aber trotzdem. Sollte man sich hier drum kümmern, ist doch genehm, oder? Schließlich müssen wir doch dem Bewohner vier Wände und ein Dach schenken und nicht nur vier Wände und kein Dach. Wäre auch ein lustiger Buchtitel. Vier Wände und kein Dach. Und trotzdem kein Dach, genau so, was in der Art. So, ich glaube, den Rest kann ich von unten machen. Ich frage mich tatsächlich gerade jetzt zumindest, wie viele Menschen tatsächlich so leben. Also sprich, zwar eine Wohnung haben quasi. Moment, ich bin hier am Mikro ein bisschen am herumwurscheln. Also quasi ein Mikro, eine Wohnung haben. Und sei sie halt noch so klein. Aber, und das ist jetzt der Haken an der Sache, dass keine vernünftige Wohnung ist. Und das, damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass sie unordentlich oder ähnliches ist, sondern nein, ich meine damit einfach, dass sie einfach, ja, nicht vor Wind und Wetter richtig schützt. Also, dass sie halt trotzdem allerlei Kram durchlässt. Ja. Mir fällt gerade ein, ich kann noch Türen eben schnell holen. Das heißt, nein, das ist ein Tee. Da hätte ich ganz gerne die und die für die einen Ausgang und ich brauche noch eine Blickdichte für die Toilette später. So. Ja, ich betreibe Aufwand, Leute. Ich betreibe Aufwand. Tatsächlich, ne? So. Was hat die Zeit? 18 Minuten. Hey, dafür haben wir jetzt aber ordentlich rangeklotzt. Ihr merkt, ich habe auch ein bisschen mehr Elan, mehr Energie, weil ich habe seit einigen Tagen das Spiel nicht mehr gespielt. Soll jetzt nicht heißen, dass das gut ist, das Spiel mal nicht zu spielen, aber man spart sich auf jeden Fall ein bisschen den Frust, wenn man irgendwie nicht weiß, was man noch machen kann gerade. Mann, jetzt macht doch das Fenster rein. So, schmale Fenster kann ich eh nicht durch raus, also kann ich die schon mal reinsetzen. Und natürlich auch die Viererfenster an den Seiten, wo ich nicht mehr raus muss. Gut, das waren alle, ne? Genau. Jetzt kommt nur noch das Viererfenster an der Seite, genau. Ja, komm, und ich muss auch eigentlich nicht mehr raus hier aus den Wänden. Also, Fenster zu, alles gut. Dann will ich die hier ganz vorne haben, ganz kurz mal. Die hier ganz vorne mal eben. Oh. Wollte gerade lagen. Aber da muss eigentlich dann ein Teppich dementsprechend rein. Also sprich die Blöcke, die ich hier habe. Das heißt, wir machen einen kleinen Umweg über den Markt. Moment. Und ja, Dailies mache ich gleich. Eigentlich kann ich Dailies auch einmal zwischendurch ausfallen lassen. So ist nicht. Aber ich weiß, dass ihr die für wichtig empfindet. Oh, und was ich auch für wichtig finde, ist den und... Wie soll ich den da oben kriegen? Oh, Moment, ich weiß wie. Ich weiß wie. Oder? Ja, die kriege ich auch so. Sehr schön.
Kommt noch eine? Nö, gut. Dann hole ich mal ganz kurz Teppich. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die falsche Farbe gewählt habe. Sonst bin ich aufgeschmissen. Dann muss ich nochmal hier längs latschen. Aber ich glaube, es war blau karierter Teppich, ne? Genau. Bam, bam. Dann die Tür rein. Wobei die auch bitte andersrum haben möchte. Genau. Oder hatte ich sie eben schon drum? Egal, 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 egal. Und die Badezimmertür. Die kann ich aber tatsächlich einmal kurz drehen. So. Die ist hier. Genau. Und da kann ich eigentlich. Habe ich die Blöcke bis nach unten durchgezogen? Ja, habe ich. Gut, dann ziehe ich das auch hier natürlich durch. Irgendwie Vollständigkeit halber mache ich das halt so. Lodele. Guti, guti. Ja, dann zieht sich das hier so eine Wand längs und dann passt das auch. Dann hole ich mir nochmal Blöcke. Das heißt, ich hätte mir die auch sparen können, wegpacken wieder. Egal. Egal, egal. So, Steinblöcke. Da. So, wenn wir die Raumunterteilung schon machen, dann vernünftig, ne? So. Und immerhin schaffen wir das in einem Part jetzt noch, den ganzen Kladderadatsch. So, dass ich es zum Morgen, BZW zum nächsten Mal schon einrichten kann. Halt, stopp. Ich wollte ja, wenn der Vollständigkeit halber, auch alles richtig machen. Das heißt natürlich auch die Blöcke dementsprechend richtig zu platzieren. Und wenn es mich halt dann immer einen Block mehr kostet, pro Wandsegment, ne, ist das halt dann so und ich freue mich trotzdem drüber. So. 1, 2, 3, 4. Okay, sehr schön. Dann fehlt nur noch eine Ladung von diesen Blöcken. Ist ja ein Träumchen. Ja, muss ich unbedingt mal mit allen nochmal reden bei Zeiten. Wie dem auch sei. Was ich mir auf jeden Fall demnächst nochmal hole, sind zwei Erntegeräte. Weil ich kann wirklich nicht ständig warten, bis da zwei Dinger durch sind. Und bei vier habe ich das Gefühl, dass ich da noch schneller die Ernte durchgehend abhacke. So. Wie gesagt, die Holzblöcke sind nur von außen, damit man das halt optisch die Unterteilung hat. Genau. Jetzt nochmal Dachblöcke. Die hätte ich gleich mitholen können, ich Schlaumeier. Hat sie was zu sagen? Oh nein, ich habe meinen blauen Wurzelball. Ja, okay, den habe ich halt gerade mit. Dann hat sich das auf jeden Fall erledigt. Glückskeksen, Keksen, Kisten. Darüber freue ich mich wirklich immer. So, ich brauche, genau, Dachblöcke noch. Dachblöcke sind hier vorne. Da baue ich nochmal mindestens, sagen wir mal 150, dann sollte es reichen, denke ich mal. Und dann sollte ich die Inneneinrichtung einmal mir per Handy abfotografieren, denn dann spare ich auch ein bisschen Zeit ein.
So. Weiß nicht warum, aber manchmal wünsche ich mir echt irgendwie eine Art Fototool, was einen auf dem Bild berechnet, wie viele Blöcke, zum Beispiel bei so einem Voxel-Game, noch frei sind. Dass das irgendwo ran sich das festmachen kann und sagen kann, okay, hier, du brauchst jetzt für diese Fläche so und so viele Blöcke. Klar, man spart sich dann das Denken irgendwann irgendwo, aber es würde einiges, ja, beschleunigen, sag ich mal ganz stumpfsinnig. Okay, ich muss da mal aufs Dach. Das kann ich so nicht weiter gutheißen, dass ich hier so längs struggle mit der Platzierung der Blöcke. So. Und jetzt weiter. Warte, zählt das überhaupt? Wieso gucke ich denn im Inventar? Zählt das überhaupt? Ja, okay, zählt, weil dachte, hätte auch noch viel weiter höher sein dürfen. Ich hab's ein bisschen so zu eilig und verbaue mich deswegen gern mal. Moment. Ach, ich wollte gerade sagen, warum habe ich denn eine ungerade Zahl auf einmal? Gut, dann brauche ich noch mehr Blöcke. Ich kümmere mich aber erstmal ganz kurz um Daily Stuff. Und darum, dass ich die Glückskisten mal auspacke. Okay, wir haben eine Hose gekriegt, wir haben gelben Steinblock gekriegt und einfaches Schwimmer, ein einfacher Schwimmanzug. So. Boah. Jetzt ist so mittlerweile schon sehr viel in unserem Inventar wieder, was ich einsortieren muss. Komm, ich mache das eben schnell. Unsere ganz stabile Katze ist mal wieder hier unten. Ach komm, wisst ihr was? Den Teppich behalte ich. Das werde ich jetzt erstmal vorerst nicht mehr gebrauchen, denke ich mal. Schwimmanzug packe ich erstmal hier hin. Ach ja, und die Hose natürlich nicht zu vergessen. So, dann kümmere ich mich mal um meine Dailies. Komm, das packe ich auch erstmal ins Inventar. Hat keine Eier? Das ist ja mal interessant. Okay. Cool. Kein Kot. Das ist seltsam. Aber finde ich in Ordnung. Kann und darf auch mal sein. So, Honig werde ich jetzt nicht machen. Das schaffe ich jetzt auch auf die Schnelle gar nicht mehr. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist kurz mal nach der Ernte schauen hier. Was so alles fertig ist. Noch gar nichts. Gut.
Dann hole ich mir jetzt schnell die Blöcke noch. Und dann tue ich mir meine Einkaufsliste einmal abfotografieren. Und dann muss ich auch schon den Part beenden. Sehe ich gerade. Das heißt, ich kann eigentlich jetzt nur noch einkaufen und dann ist Part Ende, Leute. Sorry an der Stelle. Dann geht es halt im nächsten Part mit der Dachdeckerei weiter. Ich dachte, ich schaffe es doch noch heute, das fertigzustellen, aber nee. Da war ich zu gutgläubisch. Oder gläubig. Ich glaube, gläubig sagt man, ne? Gutgläubig. Ich war des Glaubens zu gut, dass es halt klappt. Ach komm, ich mache das jetzt eben noch schnell fertig. Das sind ja jetzt nur noch die paar Blöcke. Ich glaube, ich habe mir schon wieder zu viel gekauft. Aber besser zu viel als man kann das zu wenig. Na, wobei, es gehen ordentlich viele weg. Ja, okay. Doch, doch, doch ein paar zu viele geholt. Aber Dach ist fertig. Jetzt brauche ich nur noch einmal kurz gleich die Shoppingliste abfotografieren. Deswegen werde ich schon mal auf mein Handy mal auf die Kamera switchen. Die brauche ich nämlich gleich. Und dann gucke ich mal schnell, was da noch benötigt wird. So, Museum kann ich nicht weiter ausbauen, wenn ich das richtig habe, ne? Das will ich nochmal ganz kurz prüfen. Nein. Ist soweitgehend es jetzt vorhanden ist, fertig. Gut, jetzt ist nur wichtig. So. Einmal das. Und einmal das. Gut. Dann habe ich das zumindest für die Stufe aufgeschrieben quasi. Fotofunktion sei Dank. Und kann das jetzt eben schnell noch bestellen. Und da muss ich aber auch echt Ende machen, Leute. Sorry, aber. So, mal sehen. Wir gucken. Ich muss mal hier ganz kurz schnell ein paar Apps schießen. Habe ich auch gerade festgestellt, dass ich wieder so talentiert wie ich bin, alles vergessen habe zu schließen. Verschieben. Die kann ich mal eben verschieben in. Moment. Da, Screenshot. Und dann muss ich mal den Insta-Ordner wieder rausschmeißen. By the way, kann mir mal jemand schreiben, ob man den ja einstellen kann, dass Instagram keinen Ordner aufs Handy erstellt, wenn man Sachen ja quasi hineinstellt. Ich finde, das ist ganz gut. So, Bett. Metall. Den nehme ich für ihn. Tisch haben wir noch keinen. Das ist ja schade drum. Dann müssen wir Lampen. Da kriegt er einmal. Ja, komm, die hier. Und das mal zwei, weil die so schön in Anführungszeichen potthässlich ist. Kleider. Leider Schrank da. Wobei, ein schmaler macht es diesmal auch. Buffett. Was ist denn Buffett? Keine Ahnung. Muss ich mal später gucken. Zwei Stühle. Nehme ich die hier. Ein Kühlschrank. Tresen.
So. Dann noch Computer. Wanne. Waschbecken. Toilette. Was? Ach, ich hab voll. Okay, dann schlafe ich schnell. Ich muss echt Ende machen hier. Aber ich muss ja noch weiter bestellen. Dann wird das ja nächstes Part auch noch nichts eigentlich. Gut, dann ist es halt so. Ja, ich weiß, es passiert ja was. Und zwar ist wieder dieses Event da. Aber das soll mir nicht gerade so wichtig sein. Huch. Okay, den haben wir erstmal wieder weggeräumt. So, dann richte ich es jetzt schon mal ein Stück weit. Sorry, Leute, aber das muss dann sein. Waschbecken soll hier hin. Oder auch nicht. Hier hin. Dann kommt die Wanne auf jeden Fall. Es lässt sich nicht vermeiden, dass es vor dem Fenster steht, ne? Gut, dann steht die da. Achso, die Toilette konnte ich nicht holen. Na gut, dann wollen wir das Bett eben noch platzieren. Ah ja, ich wollte hier noch eine Unterteilung hinmachen, ne? Gut, dann ist hier das Bett. Hier den Schrank hin. Diese Stühle kommen hier hin. Genau, der steht ein bisschen ab. Ist in Ordnung. Kühlschrank kommt hier hin. Hier die zwei Tresen. Und die Lampe. Nummer 1 kommt hier hin. Und die zweite Lampe kommt hier in die Ecke. So, dann sollte ich auch einen Großteil haben, ne? Genau, Schreibtisch muss ich zwei noch holen. Computer habe ich einen. Toilette muss ich noch holen. Einfache modische Küchenspüle. Genau. Schreibtisch muss ich aber mal sehr schnell dann gucken, dass ich den Beinen. Ja. Okay. Ich würde sagen, ich setze einfach einen neuen Part gleich an. Das wäre, glaube ich, die beste Idee, die ich haben kann. Jetzt muss ich mal gucken. Das hier ist ein Schreibtisch, ne? Ich habe vergessen, ihn auszumachen draußen. Ja gut, Bürotisch ist das. Vielleicht ist das aber auch gemeint tatsächlich. Na gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao. Tschüss.